Ihr habt noch nicht genug vom Dark Souls Randomizer und von Dima? Dann schaltet jetzt mit ein beim Dark Souls Escended Mod. Ja, willkommen zurück. Das war super. Einfach lecker. Ja, Dima begleitet uns jetzt noch in den ersten paar Gehversuchen beim Dark Souls Escended Mod. Hat bloß eine halbe Stunde gedauert, das zu installieren, aber wir haben auch viel gequatscht. So. Wir haben ein bisschen philosophiert über das Modden im Allgemeinen. Ich bin wirklich ein großer Fan von Mods allgemein. Also wirklich jeglicher Couleur, groß oder klein. Es ist für mich einfach so der Beweis, dass sich in der Community mit dem Spiel beschäftigt. Und dass es den Leuten was bedeutet, wenn sie wirklich irgendwie Sachen noch dazu bauen für ein Spiel. Bist du das gerade? Nee, das ist schon der erste replaced Gegner. Ich sehe schon. Ein Taurus-Demon, der gleich aber nicht mehr da ist. Aber wir sehen das gleich alles noch. Ist ein bisschen gequetscht, der Taurus-Demon, kann das sein? Ja, seine ist alles nicht dafür. Ja, ja, der war nicht dafür ausgelegt. Ja, okay, eigentlich brauchen wir das Intro nicht, komm. So, wie man sieht, ist schon komplett an der Rüstung, wie eben zu sehen war. Ja, ja. Aber dieses Schwert, guck es dir an. Holy shit. Einfach nur Sex. An der Nase des Mannes, ich weiß auch nicht. Man muss es denn wirklich so fucking. Und wir können es noch viel cooler machen. Also, zack. Oh, na klar. Was ist das? Also, hat das wirklich eine Auswirkung oder ist das jetzt nur so fancy Disco Style hier? Also der Schaden war vorher schon das gleiche, aber wenn wir jetzt mal in die Beschreibung reingehen, Scheiße, natürlich nicht anequippen so. Sieht man hier erstmal die normalen Werte. Und hier steht dann, jedes Item hat noch eine neue Beschreibung bekommen, wo dann hier steht, was es so wirklich macht. Und nicht einfach, also Lore, glaube ich, ist auch noch mit drin bei den meisten. Mhm. Das ist zum Beispiel eine komplette Custom-Waffe, die gibt's gar nicht im Game so. Verstehe. Wie ich's verstanden habe, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es so ein langes Schwert gab. Ja, ja. Und hier steht auch unten der Buff, das soll wahrscheinlich dieser Glanzeffekt dann im Endeffekt sein. Krass. Increase Elemental Resistance and adds Fire Weapon Buff on Equip. Oh, jetzt habe ich es wieder weggemacht. So. Genau, und dann kann man. Habe ich wieder weggemacht, packt. Und wie man hier sieht, haben die ganzen Items verschiedene Effekte jetzt. Ja. Genauso wie die Armor. Irgendwas hier, Stamina Recovery, genau. Wie man oben links auch sieht, der Buff ist auch drauf. Genau. Aber ich wollte mal gucken, was der goldene Schlangenring so macht. Disco Drink, Boost, Disco. Okay, jetzt mal einfach das ganz normale. Das ist wieder lame. So, jetzt mal gucken, ob der Backflip geht. Nee. Geht nicht. Wow. Das war kein Backflip. Fat Roll. Das war doch kein Sprung. So vielleicht? Ja, so. Ah, okay, man braucht aber das trotzdem den Equipler. Macht doch Sinn, sonst wäre es ein bisschen bastelt, wenn man eine fette Rüstung hat und diesen Dodge. Okay, okay. Genau. Und dadurch wird es halt ganz interessanter mit der ganzen Rüstung. Ich spiele normal Dark Souls am liebsten ohne Rüstung, weil fühlt sich einfach am besten an, wenn es schön schnell ist. Es sieht nur schnell aus, weil man halt nicht so eine fette Rüstung anhat. Ah, passt schon wieder nicht mehr. Okay. Dann laufen wir erstmal so rum. Ich meine, was braucht man noch mehr als einen Helm und ein langes Schwert? Und da hinten sieht man schon den ersten guten Bekannten, sag ich mal. Okay. Ja, hier, die Zellen sind auch alle offen, die eigentlich nicht offen sind. Okay, Es sieht jetzt vielleicht im ersten Moment so aus, als ob man krass ist, weil man so viel Schaden macht. 573. Selbst bei diesen Mobs auf Level 1, beziehungsweise gleich am Anfang. Aber man kriegt auch ziemlich aufs Maul. Ja, ich meine, oh Mann. Das ist direkt schon so. Willkommen zurück. Ja. Ja, von den ganzen vielen Seen darf man sich auch nicht irritieren lassen. Sieht zwar jetzt viel aus, aber die Gegner machen mich mit 40 Vigor heißt, glaube ich. Nee, Vitality trotzdem. Manchmal One-Hit. Also, vor allem Havel, der ist hier komplett gestört. Vielleicht kommen wir da auch noch heute hin. Ist ja nicht mehr so weit. Oh Mann. Ja, wir nehmen mal lieber jedes Feuer mit hier. Das ist sonst zu. Sicher ist sicher, ne? Genau. Also, ich meine, ich kenne hier noch nichts, was passiert so. Also, außer bis zum Taurus, aber ist ja auch nicht so weit. Gibt 4 Katana. Oh, Scheiße, den habe ich vergessen. Ah, der hat mich gestern schon einmal fast komplett gekillt. Ah, muss ich nochmal den jetzt kriegen, so. Ich bin ja schon wieder One-Hit. Das ist krass. Also, dass man echt noch so überrascht wird von einem Spiel, was man vielleicht irgendwie in- und auswendig kennt. Sowas ist das Geile an. Ach, so überlebt, ey, was? Ja, die haben jetzt auch so einen Rage-Mode, die Bosse. Holy moly, warum leuchtet der Typ gerade? Ja, genau, ich glaube, das ist der Rage-Mode davon, so. Ach, hübsch. Er hat sich auch gerade ein bisschen geheilt, falls man es gesehen hat.
Ich weiß nicht genau, ob sich jeder hielt. Einer hat, glaube ich, auch so ein AOE. Den hast du gerade gezweihändet mit deinem Schwert? Also das macht jetzt gerade wirklich so viel Damage? Das macht crazy Damage. Man kann ja auch hier nachgucken, wie viel es macht. 581 bei Attack Ratio. Okay, okay. Und das ist halt für ja, den Status des Spiels viel zu viel. Aber die Gegner sind auch ein bisschen crazier. Der Effekt vom Red Tearstone Ring. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Achso, die Optik, ja, das kann gut sein. So, ja, genau. Einfach das normale Langschwert, das sieht natürlich auch anders aus. Heißt ja auch anders so. Muss natürlich geil flammen. Also, okay. Manchmal sind solche Mods aber auch so. So sehr. Oh, ich will, dass es richtig heftig aussieht, Mann. So, es reicht nicht, dass es irgendwie Vanilla ist oder so, dass das Spiel an sich schon so einen düsteren Style hat. Nein, es muss fucking leuchten und es muss richtig edgy sein. Das ist dann so ein bisschen, ja, okay. Also daran erkennt man dann auch wieder so Mods, dass da so vielleicht Leute dabei waren, die sich halt eine ganz bestimmte Power-Fantasy gewünscht haben. Ja, man kann dann seine ganze... Oha. Der rollt doch normalerweise nicht nach rechts, oder? Ich weiß es nicht. Also, aber gut, dass du das Bonfire gestartet hast, auf jeden Fall. Lull. Oh Mann. Ja, ist ja Gott sei Dank nicht weit, aber die Gefahr zu sterben ist trotzdem vorhanden. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall, ey. Wie das Ding auch einfach durch die Wand klippt. So, es ja, ist zu heftig. Das ist altbekanntes Dark Souls-Problem. Ja. Also, was heißt Problem? Die Bosse machen es ja auch, also beziehungsweise alle Gegner. Ja, das stimmt allerdings. Die Hitboxen sind manchmal so ein bisschen wonky. Hallo. So, ihn hier kennen wir ja auch noch. Yes. Hey, Denzel ist... No! Er lebt noch, sehr gut. Das ist auch ein neuer Typ, irgendwie ein neuer Rüstung. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, warum die ganzen Schilde so eine komische Aura um sich haben. Aber Style hat's natürlich wieder. Hier muss alles leuchten in diesem Modus. Seelen sind in dem Mod nichts wert, fragt Vives. Also schon was wert. Aber man kriegt da noch fucking viel. Verstehe. Sir, Lon, verarme. Moment, scheiße, hab ich den Gag nicht gesehen. Shit. Warte mal, Moment. Du hast den Asylum Demon jetzt gerade schon besiegt, ne? Genau, ich kann jetzt einfach hier rausspazieren. Ha. Wenn man den Asylum Demon zuerst besiegt, kriegt man erst vom Dude da eben den Schlüssel für hier unten. Verstehe, verstehe. So, und weiter. Und hier oben, da ist rechts auch schon wieder einer unserer Lieblingsgegner. Da ist er. Ah, der macht nichts. Soweit ich das beurteilen kann. Okay, okay, ja. Das ist einfach, es ist schon einfach verrückt, also... So, also, warte, noch eine Stelle kannst du gleich sehen. Und was ich meinte mit Gegner zugepflastert, also mit Gegner zugepflastert. Ja, ja, ja. Bei der Stelle war ich gestern, dachte ich mir einfach, what the fuck, haben die geraucht so? Direkt in der Undeadburg oder was? Genau. Mhm. Recht weit, ein bisschen leveln können wir. Okay, ja. Ich hoffe, ich halte dich nicht zu sehr auf. Ja, so langsam. Warte. Aber das will ich noch sehen. Ist nicht weit. Aber nicht, genau, nicht überstürzen. Das Spiel sieht nicht so aus, als wenn es, it doesn't fuck around. Das will ich damit nur sagen. Also ich meine, ist klar, ist halt ein Dark Souls Mod, aber ja, ja. So, die ganzen NPCs sind auch schon da. Alle? Das so, dass du sie also gar nicht hast. Ein paar auf jeden Fall. Okay. Ich habe noch nicht geguckt, ob alle da sind, aber... So, hier sind schon mehr Gegner als sonst, vor allem viel mehr Ranged. Was? Und auch schnellere Patterns, ne? Ja, also das spammt halt richtig mit der Armbrust so. Die haben nicht diese ewig lange Nachladeanimation, sondern die hauen da richtig raus. Die schütteln kurz die Armbrust, dann ist da der nächste Bolzen drin. Das ist so wie hier bei Lightgun-Automaten. Reload, kurz nach oben halten, nachladen, fertig. Hier mache ich gleich. Ich zeig jetzt erstmal, was ich meinte. Mhm. So, hier geht's noch. Das sieht erstmal nicht so viel aus. Okay, ja. Diese Boxen sind ein bisschen im Weg, aber... Genau. Aber irgendwo kam gleich schon einer. Ich weiß nicht mal, wo er ist. Bestimmt da hinten runtergesprungen. Oha, okay. Das geht schon los. Boulder Knife. Ich hoffe, ich trigger die hier nicht. So. Bleibt ihr da? Shit, ich sehe nichts. Oh. Phantom? Oder was? Da kommt schon wieder der nächste. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mal, wo die Gegner alle herkommen.
alles unzählig viele. Ja. Und jetzt, ne? Dachte mir nur, okay, es geht ja noch, aber dann gleich wirst du einfach aus 20.000 Richtungen beschossen. Ja. Oh, shit. Oha, direkt Blutung. Oh. Nein, du siehst nicht mehr, aber ich sterbe. Unangenehm. Ja, ein bisschen. Aber man sieht schon, ich hab. Ich sehe es zumindest so, die ganzen Richtungen da vorne. Ja, überall sind fucking Armbrustschützen. Da hinten ist noch Magier irgendwo auf dem Dach, der da rumpimmelt. Ist dann vielleicht der Troll-Modus wirklich einfach original Kaizo? Das kann echt sein. Also so einfach noch übertriebener als ohnehin schon. Zieh mal die Hose an, gibt HP-Regeneration, sagt Damon. Ja, aber ich glaube, dann habe ich die Rolle nicht mehr. Check mal. Ja, das ist zu schwer leider. Ja, und das nur wegen der Hose, ey. Das lehrt uns einfach niemals Hosen anziehen. Ich glaube, das ist auch einfach... Alter. Elegant und anmutig, wie eine untote Gazelle. Okay. So. Ich glaube, ich muss aber wirklich langsam los. Jo. Schön, dass du noch geblieben bist und mir geholfen hast, die Zeit zu überbrücken. Kein Problem. Hier. Ich wünsche noch viel Spaß. Wenig Hass. Das wünsche ich. So, ja. Also. Chat hält mich am Leben, hoffe ich. Nicht, dass sie noch mehr Salz in die Wunde streuen. Bis dann, Leute. Ciao. Oh, shit. Fast wieder gestorben. Also hier sind wir auch schon mal bei diesem Punkt, wo ich meinte, man kriegt zwar viele Seelen, aber es macht sich nicht bemerkbar. So. Hau rein. So, jetzt sind wir wieder allein und unter uns, Liefer-Chat. Jetzt können wir wieder die versauten Witze bringen. Verlieren macht Spaß. Ist zwar nicht versaut, aber trifft's ganz gut. Willkommen zurück. Okay. Ah ja. Oh, schon wieder der gleiche. Ciao. So. Schmuddelwitzchen, Leute. Lasst mich hören. Irgendwie wird es dadurch weniger zum RPG, als es eigentlich behauptet zu werden. Ich glaube eher nicht. Also, man hat auch eher das Gefühl. Also, das ist. Immer noch ein Hardcore-RPG, klar, aber jetzt macht halt alles komplett Sinn. So, jede Rüstung hat ihren eigenen Vor- und Nachteil. Jede Waffe wahrscheinlich auch. Ich habe bisher bloß die gespielt. Von daher kenne ich auch nicht so die Varianz da drin. Und ja. Aber wie man sieht, einmal gegen einen Gegner verlieren und man kriegt richtig hart einen drauf. Okay, die gehen noch mit normalen Attacks. Oh, oh, oh. Was für ein Mod ist das und wofür ist sie gut? Wir spielen den Ascended Mod. Ja, das machen wir später. Ich will erstmal zum Leuchtfeuer. Wobei stehen geblieben. Ich weiß, achso, warum ich Resistenzen hochlevel, hat vorhin jemand gefragt. Genau wegen so einem Ding. Ich weiß nicht, ob mir einfach straight immer Bluten gibt, egal wie viel Resistenzen ich habe. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Oder wenn ich genug Resistenzen gegen Blutung habe, ob ich dann nicht mehr sofort Blutung drauf habe. Oh, ja, jetzt sind wir bei diesem Punkt, was ich meinte, mit so ein, zwei Gegner. Hey, wo ist der hin? Oh. Zack, nächster. Wo ist der nächste? Ah. Ah. Let me. Zack. Nehmen wir den erstmal runter. Hier ist, glaube ich, so ein Dicker gewesen, genau. Aber nicht mit Katana Man. Gib, gib, gib. Danke. Ich glaube, das wird Ascended ausgesprochen. Da sind meine Witze, die ich wollte. Oh, ich verlasse, ich sehe schon. Als ob jemand eine Arschperrpost verschickt. Ja, ist das nicht quasi, nicht Instagram, sondern... Ja, ein bisschen schon, aber... Wie sind die ganzen Messenger, wo man sich so... Die bekannt sind für anzügige Bilder. Wupp. Genau. Ja, Ziel übrigens von dieser kleinen Folge ist nicht so weit wie möglich zu kommen, sondern einfach mal so ein bisschen reinzugucken in das Ganze und um zu schauen, ob das für ein größeres Projekt nochmal was wäre, wie es zum Beispiel der Randomizer war. Moment, kurz denken, ob hier irgendwas cool ist.
Ich würde gerne mal noch irgendeine andere Waffe probieren, weil die ist schon ziemlich sexy, aber vielleicht geht's noch geiler. Flames klingt natürlich erstmal lame, aber nehmen wir mal mit. Ich packe mal einfach die ganze Rüstung rein, um sie zu haben und später mal durchzulesen im ruhigen Moment. Snapchat, genau. Pornhub ist aber auch dafür vorgesehen, so. Wenn wir die freizügigen Mods hier installieren, können wir auch darauf streamen, so, bin ich ehrlich. Ja, Bogen wäre eigentlich auch interessant, ob die irgendwie geiler sind und nicht einfach bloß Pfeile schießen. Ganz lame. Packen wir mal ein, kostet ja nichts. 1000 Yen, pff. Standard Arrow, Thunder Arrow. Packen wir ein bisschen was ein, ja komm, eingetütet. Zack, davon mal 20. Ja, Standard Arrows werden jetzt bestimmt keinen Unterschied machen. Ach man, auf VK muss man schon zielen. Mit Sand kann man nicht googeln, okay. Jeden Tag wird man ein Stückchen schlauer. Ich war bloß der Dude, genau. Deren Spells sind auch richtig crazy. Sie haben so ein freaking Knockback. Die schmeißen mich einfach von hier bis Zimbabwe Süd. Also. Also, von dem, was ich bisher gespielt habe, ist alles. Es fühlt sich nochmal dynamischer an, als es ohnehin schon ist. Weil halt wieder so dieses Szenario ist: alles kann einen komplett töten, wie es am Anfang vom Dark Souls-Spielen so ist. Jeder Gegner stellt eine Bedrohung dar und hier ist es auch wieder so. Das finde ich geil. Muss ich sagen, finde ich geil. Oh, die hatte ich gestern noch gar nicht. Will ich mal gucken, was sie macht. So, dann schauen wir mal rein. Increases Curse Resist. Also wenn es schon die Möglichkeit gibt, den Resist zu erhöhen, dann wird es wahrscheinlich auch was Gutes bringen. Increases Stamina Recovery. Mach mal so eine kleine Lesesession. Move Incomplete Silence. Klappt das auch? Ja. Die Waffe ist zu OP, stimmt. Modus gerade erwähnt. Ich wollte ja mal diesen Rapier probieren. Da. Da kommt der Donny durch. Hat nicht jeder einen Donny in sich. Be honest. Großmeister Schlofi. Was leveln wir? Erstmal Endurance, dass wir wenigstens ein bisschen Rüstung tragen können. Bin ich zwar sonst nicht so für bekannt, aber hier würde ich gerne mal die ganze Rüstung austesten, die es so gibt. Ja, ich bin straight mit dem Randomizer von Dark Souls nach Final Fantasy 7, hab dort Sephiroth umgeklatscht und sein Schwert gemobst. So lief's ab. Hier ist auch die erste größere Map-Änderung, wie man schon sieht. Diese Balken kommen aber gleich zu. Aber erstmal möchte ich diesen Magier da gleich abstechen. Stich. Oh, oh. Zack, zack. No. Ja, den, genau den. Ich kann mich ja mal, ich weiß nicht, ob er mich wanted, mich treffen lassen und zeigen, was er für Knockback hat. Also schon komplett gestürmt. Ey, was soll das denn? What? Jetzt schon Trollmodus? Shit, wollte ich nicht. Tschüss. Ah. Ah. Nein. No. Fass den Donny in dir. Kauf den Speer. Okay, dann kauf ich mal noch den Speer, wenn du das sagst. Gehen wir gleich mal nochmal zu unserem untoten Buddy. Buddy of telling me yes. Testen wir den mal noch aus auf dem Weg. Also der sieht natürlich genauso aus wie das Langschwert von eben. Skimitar. Natürlich ein anderes Moveset, aber. Hat er überhaupt einen Speer? Weiß ich gar nicht aus meiner Erinnerung. Mein Goldfischgedächtnis kann ich nicht daran entsinnen. Mist, aber schneller. Aber er hat kassiert. Oh Gott. Oh. Oh, stopp. Nee. Gott. Nein, nicht. Böser Doro. Ja, das ist halt echt Dark Souls auf Speed, ey. Tut mir leid, ich muss mich gerade nicht komplett immer abzuracken, muss mich ein bisschen konzentrieren. War hier echt ein Speer? Hab ich den nicht gesehen? Da, tatsächlich. Komm, wir fangen einfach mal alles ein. War jetzt was Geiles dabei. Haben die eigentlich jetzt auch andere Effekte? Ja, tatsächlich. Ja, geil. Nehmen wir mit.
Du auch? Nee, du hast nichts stehend. Sau. Nein! Ah! So, dann testen wir mal den Speer, der mir geraten wurde. Alter, das sieht schon geil aus. Schön mit Crystal Weapon drauf. Und reinstechen. Oh, du lebst noch? Oh shit. Stimmt, euch habe ich ja komplett ignoriert eben. Komm mal ran. Okay, ist halt ein Speer, ne? Ah, der Damage ist auch wieder gut vorhanden. Steche ich den mal in den Po. Moment, ich komm gleich wieder. So. Und stich. Die ganzen Haare sind vor meinem rechten Auge. Ja, ich wollte vorhin die Story fortsetzen, ich aktuell im Umzug bin und ich habe meinen ganzen Stuff nicht gefunden für Haare. Kein Kamm, kein nichts. Darum sehe ich heute aus wie der letzte Larry, wie man so schön sagt. Ja, ich packe nochmal Resistenzen rein, da sie ja anscheinend doch was bringen. Jetzt mal ein bisschen mit dem Speer rumprobieren. Die Axt muss man gleich auch noch unbedingt nehmen. Ich bin ja so der Axttyp, habe eine zu Hause rumliegen, warum auch immer. Also jetzt keine Feuerwerks, sondern einfach nur random. Einhand. Nein! Oh, nicht weg! Bumsend. Okay. Kann ich mal staggern? Jetzt. Zack, zack. Was haben sie für mich? Ach, der Habitzring, genau, da. Der, genau. Da war ja vorhin schon die Aussage, dass er ja normalerweise den Equip Load erhöht. Erstmal gucken, ob ich jetzt angegriffen werde. Macht er was? Schön, okay. Die Cap hängt noch hinter mir. Ich bin kein Cap-Typ, das lassen wir lieber. Ich glaube, das wollen wir alle nicht sehen. So, genau, er würde normalerweise mehr Traglast geben, aber hier steht auch, wie man sieht, increases max Stamina bei 15%. Ich weiß noch nicht ganz mit diesem Stamina-Damage, ob das gegen irgendeinen, ob das auch allgemein wie Schaden gegen Poise gerichtet ist, dass den Gegner eher strugglen, da bin ich noch nicht nicht strugglen, sondern ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß gerade das Wort nicht. Das ist mir entfallen. So, gehen wir mal hier die Truhe absnacken. Ist überhaupt eine Truhe? Natürlich nicht. Aber ein Dude zum Abstechen. Stich, stich. Ja, selbst das fühlt sich schneller an. Greife ich auch schneller an? Ach komm, das war ein Backstep. Poisoned. Oh. Gehen wir nicht auf die Klönen. So, jetzt kommt noch mal ein witziger Part. Ich muss kurz mal das Gift abwarten. So. Weil der Magier ist jetzt ja schon unten. Der hat mich gestern nämlich schön weggeböllert durch die ganze Gegend. Habe ich gerade in den Chat geguckt. Ich habe ihn nicht für voll genommen. Jetzt ist er auch noch so eine richtig widerliche Stelle hier oben. Normalerweise sind ja hier die Dudes, die das runterwerfen. Aber er steht einfach da unten. Der miese Hund. Stich. So, Divine Blessing. Ist schon mal gut zu haben. Davon kann man hier nie genug haben bei dem Mod. Crossbow, Schmossbow. Und so, dann ich hoffe, ich falle nicht runter. Das ist alles ein. Warum wurde ich jetzt fast gepoisoned? Ist das einfach das Ding hier, wo ich draufstehe? Ich hätte nichts getroffen. Okay, lieber ein Blessing mehr. Warte, das sieht alles ein bisschen glitchy aus. Gehört ja auch nicht dazu. Was ist das für ein hübscher Eisblumenstab? Es ist tatsächlich nicht bloß ein Stab, sondern ein crazy Speer. Schön zum. Aua. Genau, was er macht. Bloß nicht so fancy wie wir. Alter! Oh, nein! Okay, dann kommt nach unten halt. Dann bolzen wir uns halt hier unten. Ist mir auch recht. Stich. 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 Und wieder hoch. Aber sehe es nicht ein, für dieses unterklassige Remaster 20 bis 40 Euro auszugeben. Ja, wenn man das Original schon hat, dann kann ich das verstehen. Da ist das schon eine harte Überlegung.
ob sich das. Ich meine, für mich lohnt sich das. Ich liebe es zu spielen, auch wenn ich nicht der crazyste Dude auf Erden bin. Hier hinten war, glaube ich, das war so klar, dass hier einer ist. Oh, 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 da war geplant. Okay, er ist nicht sonderlich schneller. Hält bloß mehr aus. Blum. Dann testen wir jetzt mal eine andere Waffe noch. Wir haben ja noch nichts verbessert, wir können noch ein bisschen rumprobieren. An Stats mangelt es ja auch nicht. Zack. Das ist eine Axt nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Hey, stimmt, aber ich glaube, es ging nicht mit dem Goldpan. Wir können es mal gerne probieren, oder? Bei diesem Katana ging es nicht. Nee, leider nicht. Schade. Wäre aber ein bisschen busted. Was macht er da? Reduce Damage taken. Ist einfach flat 30% mehr Damage Reduction. Okay. Und nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, genau. Die meisten Mods funktionieren auch mit der Prepare to Die Edition. Beziehungsweise waren sie ja auch ursprünglich eher. Scheiße. Ja, macht eh nicht viel Schaden. Vergleich. Ja, von der Bombe. Wehe, ich sterbe jetzt dabei. Okay, die geht, aber ich habe noch so eine Thunderbomb, ne? Hatte ich die nicht schon aufgesammelt? Ne. Aber hier irgendwo lagen welche, oder? War das hier? Weiß nicht. Nach oh shit! Oh. Nach dem Hammer gucke ich gleich. Oh, wieso ruckelt das? Ich meine, ist ja schon ein anspruchsvolles Spiel, muss man sagen. Nein! Oh! Falscher Knopf, da war ja die Bombe. Okay, jetzt warten wir mal kurz, bevor ich einen Schluck trinke. Denn die Flasks, die heilen auch bedeutend mehr. Ich darf bloß nicht verrecken. Okay, sehr gut. Leuchtet der irgendwie? Das ist einfach nur ein Knüppel. Aber den kann man verbessern. Hat er denn wenigstens irgendwas Geiles an sich? Ah, okay, das ist für Magier jetzt interessant. Und wahrscheinlich die ganzen Sword-Dinger, oder? Nee, das ist Bohr. Das ist nicht Sword. Oh, ich glaube, das weiß ich gerade gar nicht, aber war da nicht irgendwas, dass sie das bei einer Version mal rausgepatcht haben mit diesem Buff-Glitch? Und darum man die ganzen richtigen Any% Speedruns, die nicht auf dem current Patch sind, auf einer älteren Version sieht? Irgendwie so hatte ich was in Erinnerung. Da läuten die Glocken. So, jetzt kommt der Liebling aller Spieler. Ich nehme einfach das Katana, aber ich weiß, ich werde eh komplett verrecken. Hey, stand er nicht hier schon? Hallo? Da ist er. Wie ihr seht, selbst mit diesem krassen Katana. Null Damage. Ja, also der von dem Lebensbalken darf man sich hier nicht irritieren lassen. Der ist einfach. Das ist eher Papier als, ne? Aber ich habe auch keine Rüstung. Bei diesem Spiel ist halt Rüstung, also bei diesem Modus ist Rüstung besonders wertvoll, ne? Aber für den Gag war das schon ein schöner Moment. Ich möchte ungerne die Rolle rausnehmen. Ich finde die schon sehr geil. Weggehabelt. Super Gag, Habel. Ja, stimmt. Habel one-hitted auch im normalen Game. Aber da hat man beim ersten Zusammentreffen noch nicht so viel Leben. Da muss man mal nachher mal gucken. Ach, der ist er wieder da. Der ist gemein. Netten ihn in Ruhe. Oh, nee. Nein, auch nicht den amüsieren. So, nämlich. Ja, Level 79 im ersten Gebiet, aber bringt ja nichts. Wenn die Gegner einfach in Level 7000 sind. Wo das wohl endet. Ich weiß gar nicht, ob es ein Cap gibt. Bei 99, bei den Stats. Ich denke mal schon, weil. Obwohl, es ist halt echt viel. Alter, ich muss mal kurz ganz gucken hier. Zack. Das ist echt mega viel gemoddet. Es kann schon sein, dass es hier einfach kein Limit gibt. Ich renne jetzt einfach zum Taurus-Demon durch. Oh, das habe ich vergessen. Dich auch. Aber macht nichts. Ihr könnt nichts. Messerhabelgebel. Der. Das ist ein guter Gag. Großmeister Schlofi. Da sehe ich den. Den Jungen. No! Sollte schon hingucken. Jetzt kommen gerade gute Gags. Ich weiß nicht wohin.
gucken soll. So. Ja, genau, 99 ist Max im normalen Spiel. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass er so crazy ist, nur bis 999. 999, so rum. Oh. Ich bin ja viel zu aufgeregt hier. Gestern ist er einfach immer runtergesprungen, wenn ich oben war. Mal gucken? Nee, dann muss ich schon bolzen. Okay, er kann cursen. Ja, RIP. Ja, gut. Geht das denn mit? Weiß ich gar nicht. Nee, ne? Na ja, gut. Ja, gut. Dann nicht. Dich mach ich kaputt. Ja, aber bist du noch ein dezenter Lebensbalken vorhanden. Oh, ist die Frage, ob der wie bei Dark Souls 2 immer weiter schrumpft oder ob er jetzt schon sein Minimum. Let me! Oh. Drop Bass? Nee. Sau. Zack. Und nur mit Dolch gegen Habel. Viel Spaß. Au. Oder Mistgabel. Geht natürlich auch. Nee, gibt's hier nicht, ne? Shit. Ich war gerade bei irgendeinem anderen Game. Ich glaube bei Mountain Blade. So, ist übrigens auch der Grund, dass ich hier Dark Souls spiele. Aktuell spiele ich. Also, ich bin im Umzug da sowieso weniger, aber sonst spiele ich nur Mountain Blade so. Aber Dark Souls geht halt immer. Macht immer Spaß. Boah, ich will eigentlich nicht nochmal nach oben. Der ist dreckig und gemein. Oh, ich hatte auch irgendwas mit Curse Resist. Vielleicht hilft es mir, dass ich nicht sofort. Da. Hab ich noch was? Oh, Soul Gain. Lecker. Noch mehr Soul Gain? Nee, okay. De. Hallo. Nicht hauen. So knapp. So knapp. Das war ein Gegner hier wahrscheinlich. So, dann nehmen wir. Komm, ihr sagt jetzt die nächste Waffe. Ihr sagt die Waffe, mit dem wir jetzt den Taurus-Demon umklatschen. Gebt mir was. Auf der Leiter anziehen, ne? Naja. Ein Arm reicht doch. Hallo René. Okay, Club of Soar. Uff, du willst mich aber schon richtig leiden sehen. Firestarter. Axt. Okay, bei Axt ist es natürlich klar, dass er Axt will. Okay, jetzt haben wir drei verschiedene Waffen. Ich nehme, was mir da von diesen drei Waffen eher zusagt. Dieses Vording ist halt komplett. Also du siehst gleich, warum ich nicht dieses Vording nehmen will. Ist nicht der normale Taurus-Demon. Sag mal so, der hat ein bisschen LSD genommen, der Junge. Nee, ah. Okay, jetzt geht's noch. Er hat ein bisschen mehr Leben. Und er hat so Trampelschaden, wie man sieht. Ah, dass er einfach mich mit. Einfach nur mit Laufen tötet. Was eigentlich auch Sinn macht bei so einem fetten Vieh. Ich frage mich, ob das später auch bei Kanamit und Sif der Fall ist, weil bei denen hat man jemand unter dem Körper drunter gelungert und einfach so gebattelt, wenn die einen einfach mit Laufen so viel Damage machen. No! Oh, ich dachte, der gib mir jetzt einen Homerun hier. Au, 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 Moment, hau mal kurz. Ich will mich heilen. Oh. Die in hell. Miese Sau. Da, wo du herkommst. Oh. Ah. Nein, kein Homerun. Oh, falsch gerollt. Oh, Gott sei Dank hat's so gepasst. Moment. Keine Ausdauer. Nee. Oh, Gott sei Dank. Ja, GG. Easy. Machen die was anderes? Stimmt, wir wollten bei dem Hammer mal gucken. Alles klar, war ein Knüppel.
Upp. Ich kann nicht mal 2 in dich tragen? What? What? 50! Okay, ich habe erst 20, nevermind. Die Mod hat more explorable areas. Ja, genau, du kannst, also ein bisschen bloß. Es ist nicht komplett. War der Vanilla. Ja, der hat auch im normalen Trampelschaden auch nicht so viel, oder? Das war ja echt schon mehr als seine normalen Angriffe mit der Axt. Ah, okay, diese fetten Knüppel sehen ja schon ganz geil aus, wenn die brennen. Kann muss ich benutzen. So. Dann hiermit weiter. Ja, was auf jeden Fall explorable ist, ist, dass da hinten kein Item mehr drin ist. Feels bad. Oh, ich habe nichts mehr zum Healen. Habe ich ein bisschen Humanity. Was stand da? Achso, Greatly Restores. Ja, das nächste Bonfire ist ja nicht mehr weit weg. Darum würde ich jetzt eigentlich noch ganz gerne durchziehen. Gucken wir mal weiter. So, jetzt ratet mal, was hier rechts um die... Also außer die Leute, die es kennen, ratet mal, wer hier jetzt rechts um die Ecke, um der Ecke auf uns wartet. Hier um die Ecke. Ach, keine Ahnung, fuck off. Wer wartet hier rechts? Normalerweise wisst ihr ja, wer auf uns wartet. Aber nicht mit diesem Modus hier. Nicht mit diesem Mod. Ein Pilz wäre noch normal. Ich bin's nicht. Vielleicht Manuel Neuer. Was cool sagt, ich hab nicht drauf geachtet. Ein Ziegendämon. Hm, Sif wäre geil, muss ich sagen. Ja, ja. Mal gucken. Miss Piggy. Ich weiß nicht, ob. Ich hau sie mal noch nicht an. Ich geh erstmal zum Leuchtfeuer. Ich bin gestern einfach dran vorbeigerannt. Und oh! Achso, ja, Poison macht ja auch. Ich weiß, das macht's aber auch im normalen Spiel, das ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich nicht mehr meinen Flickflack, sondern Fat Roll. Beziehungsweise die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Denzel! Denzel, ja, Mensch, ja, moin. So. Gehen wir mal kurz hier ans Feuerchen. Ein bisschen, Resten? Nee, das wollte ich nicht hochmachen. Erstmal Endurance noch hoch. Gibt's hier ein Softcap? Ist immer 1, ne? Ja. Machen wir das erstmal auf 40. Dex und Strength machen wir auch erstmal gleich. Machen wir hier 30. Geht nicht, shit. Hätte hier lieber 30 anstatt da unten erstmal. Zack. Seht euch diesen Balken an, ey. So ein Gerät. Aber ist halt leider nichts, ne? Habt ihr ja gesehen, ein Hit, tot. Und trotz Kurs vor allem, ne? 20 Zentimeter, Jungs und Mädels. Softcap ist bei den meisten 40. Ja, genau, bei Stärke und Dexterity ist das hier auch noch 40. Habe ich gestern schon mitbekommen. Aber ich weiß nicht, ob da denn ab 50 Ende ist wie im normalen Spiel. Nehmen wir noch das Feuer. Und dann hau mit dem Eber aufs Mal. Ach stimmt, die Arme brauche ich nicht mehr. Hallo? Hä? Stand der gestern auch schon da? Ey, das ist frech. Was wollte ich machen? Ich weiß nicht. Oh Gott! Oh Gott! No! Nee! Darf ich jetzt so? Nee. Shit. Moment. Wir gehen das mal ganz entspannt an. Erstmal ihr Dödel. So. Dann du Nervensäge. Ach komm. Willi. Axt. Weißt du was? Du kriegst ein Bömmchen. Traurig. Sehr traurig. Oh Gott, das juckt den ja gar nicht, wenn ich hier mit der Axt hau hier. Nee. Komm schon, hat so lange gedauert. No! Ah, shit. Ja, die Hose wechseln wir gleich. Ich war gerade in so eine kleine Bumserei geraten. Ich
Aber die Hose gibt doch gar keinen. Was mich getrollt vorhin mit dem. Soul Game ist eigentlich auch eher Quatsch. So, nicht Quatsch, aber. So, nehmen wir mal durch, ne? Das ist natürlich jetzt Fat Roll, brauche ich auch den Helm bestimmt nicht mehr. Ah, dann können wir mal hier drauf gehen. Wir spielen hier. Was? Was? Okay, warum habe ich jetzt Flickflack? Ist doch nie im Leben. Ja doch. 25% ist das, ne? Für den Flickflack? Weiß ich gar nicht. Chat, ihr wisst das. Ich verlasse mich auf euch da. Nee, Habel bringt hier, also kurz zu der Info, das hier bringt mehr, also steht zumindest da, dass es mehr Equip Load bringt. Aber irgendwie hatte ich gestern schon das Gefühl, dass es eher... Nee, was macht denn jetzt... Durch was habe ich diese Rolle? Ich habe es doch jetzt eben abgelegt, oder nicht? Hallo? Elemental Resists, wenn ja auch kackegal eigentlich. Was gab das? Ja, Soul Gain, nimm mal Soul Gain mit. Okay. Ja, okay. Ach stimmt, der war schwerer vorher. So, Rache. Upp, upp. Und upp. Hä, hier war doch eben eine, oder? Okay, eine Rüstung ist ja komplett broken. Ah, ich sehe schon. Rüstung macht das Ganze ein bisschen entspannter. Also wesentlich. Finde ich gut. Finde ich gut. ...21,95. Ja, ich bin gerade, mein Kopf will gerade nicht Mathe, so. Deshalb, ich verlasse mich da auf euch. Alter, das ist so crazy, dieser HP-Balken. Ey, what the fuck? Oh shit. Die habe ich wieder vergessen, die beiden Boys. Kann ich dich... ...backstabben? Hallo? Kannst du irgendwas machen? Ja, genau. Ah, komm schon. Sau. Hey, was? Komm schon. Lies, mach irgendwas. Hä? Nicht zu blöd gerade? Anscheinend. Also, ist ja ein eindeutiges Ja, aber... Hallo? Ich möchte an deinen... Oh? Hä? Muss ich ganz... Ganz... Ja. Das war jetzt aber. Das könnte ein bisschen dauern, ne? Weiß noch nicht ganz, was der Rage-Modus bringt von den Gegnern. Also ob die dann einfach mehr Damage straight machen. Weil wirklich schneller kommt er mir zum Beispiel nicht vor. Ja, der macht doch. Oh. Also gestern konnte ich den stabben. Bis hier habe ich ja gespielt und danach ist auch Sense. Deshalb hat es mich gerade gewundert, dass es gar nicht ging. Vielleicht geht's bloß, wenn er da so rumgammelt. Halt, da war ein Item. Da war doch ein Item. Ja, genau, genau, genau. So, jetzt alles blind ab jetzt. Ist das schon Belästigung, was du da tust? Ja, elegant um die Properze herumgespielt, sag ich mal. Da ist auch schon wieder ein. Das ist ein Shading-Fehler, oder? Oder hat das irgendwas. Oder ist das ein Secret, was ich hier noch nicht kenne? Geht das hier noch weg? Das sah grad. Strange aus. Hey. Nein, auch nicht. Die entwickeln sich auch zu Meme, ey. Hör auf. Oh, scheiße, das war dumm. Oh, da kommt der Brudi. Moment, da brauche ich ein Schild. Geht einfacher. Oh Gott, nevermind, der ist ja schnell, ey. Was? Sekiro. Was? Ich mache einfach null Schaden. Shinobi.
Boah, ja, schöner Kampf. Sehe ich. Alter, wie schnell ist man denn? Er aber auch, ey. Oh Gott, falscher Knopf. Kann ich überhaupt noch backstimmen? Moment. Boah. Ich bin ehrlich, es ist mega geil, dass es so schnell ist. Es war das einzige Manko beim Gameplay bei Dark Souls 1 verglichen zu Dark Souls 3 bei mir, dass es nicht ganz so fix ist. Aber so? Schon? Sehr actiongeladen. Auch wenn ich gerade richtig hart kassiere gegen Black Knight. Nein, das war dumm. Ich hätte hier einfach durchballern sollen. Vielleicht geht's mit Axt nicht. Axt geht immer. Scheiße, ich warte nicht am Feuer, ich tipp. Naja, ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Ja, greedy Schmiedi, ey. Muss mal fallen, ey. Ja, ich wollte blocken, aber der war viel zu schnell. Also nicht blocken, ich wollte parieren, aber der war viel zu schnell dafür, ey. Nehmen wir mal einen dicken Schild, vielleicht geht's. Dicken Schild, war das jetzt richtig? Ja, genau. Physical 100, nehmen wir den. Was noch? Vielleicht ist ja unser guter Sperling den ganz geil. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Genau. So nämlich. War schon fast ein Bloodborne, das stimmt. Das wäre ein Bloodborne, das würde ich spielen. Ich meine, ich hab's. Oh, originale. Alter, die machen ja gar keinen Schaden mehr. Come on. Tja, was? Du und welche Armee? Okay, er macht nur ein bisschen Aua. Ah, dieses Spiel ist so schwer. Nee, okay. Also wahrscheinlich auch einfach. Einfach gute Rüstung, so sag ich mal. So, jetzt aber. Jetzt aber. Du nicht nochmal. Hello there. Ich geb dir einen Backstep. Oh. Oder auch nicht. Scheiße. So, jetzt spielen wir das. Wer kann mehr parieren, ne? Ah, scheiße. Mit dem Parieren meine ich blocken. Verdammt. Gehirn. Nein, das war dumm. Alter, was? Einfach durch den Schlag durchgehielt. Ist gut. Ruhig bleiben. Auf zum Boxen. Ey, jetzt schon fast die Waffe kaputt? Lohnt sich die Mod? Ja, so ist halt ein komplett anderes Spielerlebnis. Also wie ihr siehst, dieser normalen Billo-Gegner natürlich mega. Aber hier der Black Knight, der war schon ganz. Also. Ich sollte vielleicht kein Schild benutzen. Das war ganz witzig. Ich wollte irgendwas tun. Ja, die Waffe wechseln, weil die schon wieder fast hoch ist. Das ging aber echt flott, holy shit. Von 180 so schnell gedroppt. Meine anderen Waffen auch schon? Ja, Tatsache, holy. Muss mir richtig gut Repair Powder einpacken. Das ist, glaube ich, keine Kristallwaffe per se, das ist einfach bloß diese Kristallverzauberung. Dadurch. Oh, komm mal rum. Er wartet hier oben auf uns. Jetzt, ab hier ist jetzt alles blind. Hier muss man alles manuell reparieren. Das ist noch gutes altes Dark Souls 1. Hallo? Ist ja nichts. Gleich mal anziehen. Wo ist es? Da. Immolation. Was ein nervendes Geräusch. Oh Gott. Oh, ich
hoffe, ich töte eure Ohren nicht damit. Für mich geht's, aber... Was, die Rüstung ist auch fast ein Bruch? Yikes. Ich habe mit der kaum gekämpft, ey. Leute. Wo hatte der... Hatte der Händler eine Repairbox? Ich glaube, ich habe sie mir nicht gekauft. Wir sind doch gleich beim Schmied. Der hat doch sicherlich eine. Das wäre ein Kackschmied, ganz im Ernst. Oh, die ist sogar schon ein Bruch, ne? Ey. Tatsache, ist schon ein Bruch. Das ist gerade nicht der Randomizer. Gehirn, was wolltest du tun? Achso, Helm tauschen. Sagen wir das doch früher. Komm. Hallo? War also klar. Oh, renn! Junger Held! Ah nein, ich hab hier Spinnen noch nicht umgelegt. Oh Gott! Oh Gott! Ein Gargoyle? Okay. Ach scheiße, nee, das wird nichts mehr durchrennen. Zurück! Nein, ich bin verlangsamt! Oh, nein! Heilen! Oh Gott, was passiert hier? Oh. Was? Ich kann mich halt nicht mehr bewegen, komm schon! Oh Gott! Das wird langsam echt zu 300 hier. Au, voll ins Knie, verdammt. Du schon wieder. Ey, das war jetzt ein smarter Move. Holy shit. Nein. Ich kann nicht rollen. Come on. Noch ein Stück. Hinter die Wand. Ah, oh, danke. Wenigstens er. War ein schöner Mad-Eagle. Genau. Okay, dann machen wir doch alles kaputt. Neuer Helm. Ich mal gucken, was das gibt, ne? Increase Poise. Natürlich nicht schlecht. So, jetzt zu euch, diesen Schweine. Eins. Zwei. Zack. Nächster. Gut, was kommt nach drei? Das ist ganz entspannt hier. Die Wildschweine tun mir ein bisschen leid. Ja, auch nur ein bisschen. Ich meine, das ist ein Item bei ihnen. Töte ich ihn, ist die Frage. Er steht da und für sich führt bestimmt gerade über sein Lieblingsthema in seinen Gedanken. Ich mach erstmal den anderen. Muss ich mir merken, dass da auch runterkickt. Das geht doch nicht, oder? Dark Souls wird zum Shooter. Nein, das ist kein Treten. Das ist halt zu fett zum Treten. Aber zum Abstechen ist keiner zu fett. Also, nicht out of context nehmen jetzt hier. Ich wollte noch eine Weile auf freien Fuß leben. Oh Gott, das war so klar. Oh Gott. No. Oh. Es war so, es war eigentlich obvious so. Warum habe ich es gemacht? Mann, 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 ey. Achso, kann ich jetzt gucken, ob ich. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Mann, ey. Und wieder. Und wieder die ganzen bösen Armbrust. Wo ist er hin? War da eben einer. Und? Warum nicht nerven? Hat sie einfach nebenbei geheilt oder was? Okay, mit dem. Wo ist er explodiert? What? What? Shit, okay, das waren die Seelen, aber das sind ja eh nicht so viele.
Ja, aber ich war gerade mega langsam mal rum. Ist jetzt noch die langsamere Rolle? Also wieder da hinten. Oh Mann. Oh Mann, du. Will nicht mehr, Mama. Das habe ich mir hier angetan. Die Waffe war schon auch fast bruch, ne? Nehmen wir mal den Knüppel. Und wieder rein. Jeep. Ja, 420. Mit der Schadenszahl kann ich mich schnell identifizieren. Okay, eigentlich brauche ich sie jetzt sogar nicht mehr. Aber ich muss den Weg freiräumen. Was macht die Mod? Die ist quasi ein komplettes... Nicht Remaster, Remake, auch nicht so richtig. Ich will einfach nochmal das komplette Spiel nochmal neu aufgefrischt, indem alle Gegner neu platziert werden, die Items neue Werte, neue Boni, neue Effekte bekommen. Und er, ja. Nein, ich eher schon wieder. Warte, so, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Wie krass man sich hielt, ey. Holy. Du und welches Gift? Rebalance. Genau, ja, Rebalance. Trifft's eigentlich ganz gut, genau. Makeover, ja, halt. Restruct. Ja, das sind alles gute Begriffe. Passen wir schon ganz gut. Sind Dolch. Ein Dolch? Mal gucken, ob der was kann. Of course. Drains health on hit and allows the user to move in complete silence. Hm? Nehmen wir mal. Und dann machen die das gleiche. Dann kann ich den ja mal rausnehmen. Hey, ohne Witz, ich bin mega geflasht von diesen ganzen Item-Effekten. Ist mega geil. Gönn. Nur gönn. Ob das balanced ist? Ja. Ist die Frage. So, ich probiere es jetzt oder gehe ich erstmal weiter? Ich würde ganz gerne erstmal zum Schmied und meine guten Waffen reparieren. Dich hole ich auch erst später, so eh wieder ein Bait. Wo ist der Magier überhaupt gewesen von? Wo kam der vorhin? Oh, hier kommt irgendwas angelaufen. Hallo? Ah, der Gargoyle unten. Ah. Hallo? Okay. Ah, er war das. Uff. Hören Sie auf! Ja, wie viel Leben willst du denn noch haben? Und staggern kann ich ihn auch nicht. Ach, das war das Boot, was ich ihn gesucht habe. Staggern, genau. Geht bei ihm, was läuft? Der Bleeder? Den gönnen wir uns. Der klingt vielversprechend. Aber er leuchtet nicht. Aber vielleicht kann er was. Aber ob er wirklich was kann, finden wir nach einem ganz kleinen Päuschen heraus. Wir gehen jetzt nämlich ganz kurz entspannt in die Werbung. Ich hole ein bisschen frische Luft, weil ich bin ja komplett am Sweaten bei dem Bums. Aber es macht schon bisher mega Bock, ey. Ich habe Laune. Vielleicht geht's weiter. Welcome back, meine lieben Freunde. Es geht weiter mit Dark Souls Ascended Mod. Ascended? Ja, Ascended. Stimmt. Aber man findet den auch, wenn man Ascension eingibt. So habe ich ihn nämlich gefunden. Ich dachte immer, der heißt Ascension. Ist ja irgendwo auch recht verwandt, sage ich mal. So, und was war der Plan? Ich wollte irgendwas sagen. Keine Ahnung. Wir zocken einfach, ne? Oh boy, let's go. So, wir haben ein neues Schwertchen. The Bleeder. And me bleed it. Ja. Nee, ich wollte sagen, wir haben ein bisschen Repair Power zur Not, falls wir komplett auf den Sack kriegen und der Schmied uns kein. Wie heißt das Ding? Ich kauf's so selten, dieser Toolbox, das glaube ich, zum Reparieren. Ascended. Sorry. I'm sorry, boys, aber danke für die Konnektur. Jetzt habe ich hier aufs Schwert geachtet, ob es geil ist.
Oh, ist das vielleicht... Ah, ich hab vergessen, dass die Kürzen scheiße. Ich dachte, das ist bloß, wenn die diese Kack-Aura haben. Sau. Döve Sau. Naja. Ach Gott, er schon wieder. Junge, du machst keinen Schaden. Geh nach Hause. Bring deine Freunde mit. Oh, macht er weniger Damage als das Ding eben. Was hatte ich denn eben? Was hatte ich eben? Weiß ich nicht mehr. Fuck. Warum hau ich ihn? Macht doch gar nichts. Nerv mich nicht. Ihr Schweine. Ist ja komische Mario hier unterwegs. Au. Warum explodiere ich hier random? Ich meine, ist das was Gutes, was Schlechtes? Ich habe keinen Schaden davon bekommen. Ah, stimmt. Nee, eine Dolch hatte ich hier nicht. Oder hat der vor Training gemacht? Ja, komm, wir machen es erstmal jetzt mit dem Ding. Wo ist der Poggers da oben? Den holen wir uns jetzt noch. Oh, hier war irgendwo ein Black Knight. Merkt euch den mal. Der war hier unten, glaube ich, drin in dem Unterbau. Das Piggy. Oh. Hey. Ich kann mich gar nicht bewegen. Warum? Ah, ich hab's über diesen. Scheiß Fluch. No. Ja, ich glaube, ich gehe doch unten rum. Ich weiß nicht, wo der Dude ist, der mich da verlangsamt. Nervensäge. Ja, ich werde am liebsten immer alles kaputt hauen, aber die geben mir mittlerweile schon recht wenig Seelen für Level 99. Und 2000 nicht mehr so die Masse. Hallo, so sehen wir uns wieder. Leg dir die Pumpe an. Ich suche mir erstmal einen Dude, der mich verlangsamt. Wo ist die Sau? Also, früher, wo ist der? Jetzt habe ich auch. Ich hab den Gargoyle noch nicht getriggert. Machst du mich langsamer? Wer ist es? Ja, schießt ruhig auf mich. Mir doch egal. Hey, Gargoyle, sag mal. Wer macht den Scheiß hier? Du bist ja gar kein richtiger Gargoyle. Mann, ist jetzt aber ein bisschen. Bisschen lame, ich dachte, du hast mir jetzt aufs Maul. Okay, dann nicht. Wir gucken mal bloß rein. Aha. 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 Krasse Party da hinten. Nee, Level 99 ist nicht Max. Ist gerade bloß Zufall, dass ich genau Level 99 bin. Wir gehen jetzt erstmal zum Schmiedo. Schmieder. Die machen ja nichts. Hallo? Oh, okay. Oh, Mann! Ich bin zu langsam durch das Schwert, aber es passt schon irgendwie. Zack. Ja, zu dem Fockgate gehen wir gleich. Ich will ganz mal kurz gucken, ob man unten beim Schmied reparieren kann. Also, so viel Damage. Waffe hier auch macht, sie gefällt mir nicht so ganz. Muss ich sagen. Ich hätte lieber wieder. Weiß ich, die Axt war geil. Der Speer ist ganz geil. Der Dolch ist auch witzig. Wo ist die Sau, die mich langsam macht? Das war die Sau. Ja, okay. Den gebe ich dir den Punkt. So, ne, wir gucken erstmal beim Schmied vorbei. Ich habe den noch gar nicht besucht, den guten Mann. Was können wir denn hier für Seelen so käuflich erwerben bei ihm? Ja. Hängt diese Fackel sonst da? Die Männer sind mir noch nie aufgefallen. Ich bin schon sehr häufig lang gelaufen. Aber irgendwie achte ich jetzt auf so eine Dinge. Nee, nicht Modify. Erstmal Purchase. Okay, davon haben wir ein paar. Aha. Repairbox, da ist sie. Das MVP-Item hier. Pack mal alles ein, komm, was soll der Geiz? Ja, nehmen wir auch mit 20.000 ist. Defender, hallo. Neue Waffen. Was haben wir denn hier?
Increase Curse Resist. Das ist schon mal, glaube ich, ein guter Punkt. Den oh, bin ich auf die Tastatur gekommen. Die kosten ja nichts. Jetzt Thunder Weapon Buff. Ist live, mein Freund, aber ich hab ja schon. Ich spüre die Faust Gottes, muss ich sagen. Ich spüre sie. Was haben wir für krasse Schilde? Increase Poise ist ja schon mal. Traverse the Abyss. Den kaufe ich erstmal, falls wir den Ring nicht an seiner guten Stelle finden. Und wir früher schon zu den Boys gehen. Drains Health on Hit ist auch geil. And Increase Soul Gain. Ach, ich nehme einfach mal alle Waffen mit. Was soll der Geiz? Wir kriegen ja so viel Seelen hinterhergeschmissen, die Dinger kosten nix. Ah, jetzt habe ich den Bogen noch gar nicht getestet. So, jetzt mal verbessern. Jetzt will ich mal gucken. 3! Das wäre mehr als 1, aber die kosten immer noch nichts. Komm. Schmeißen wir mal 15 in den Kessel, zack. Ich habe nichts zum Nehmen, oder? Habe ich irgendwas zum Schlucken? Nee. What? Wie bist du hier reingekommen? Was? Als kleiner Baby? Drache? Was? 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 Okay, warte. Ich glaube, ich war noch nicht am Feuer. Ich komme gleich zu dir. Warte, ganz ruhig bleiben. Ey, ruhig bleiben, hab ich gesagt. What? Oh, wie macht man Drachen am besten kaputt? Alter, Junge, beruhig dich. Ich komme ja schon. Schön mit der Faust. Das sieht nicht so gewollt aus, was du hier machst, Freundchen. Aber auf einmal so Schaden. Bin ich. André, hilf mir. Das ist deine Schmiede, die hier zertrümpelt, nicht meine. Zertrampelt, nicht meine. Er war hier WWE-Meister oder hilft mir einfach nicht. Weil man jetzt zerlatscht von dem Vieh. Wie ist er da jetzt durchgekommen? What the fuck? Auch er hat einfach keine Hitbox. Come on. Mach ich überhaupt Schaden? Wo ist denn deine Lebensleiste? Da oben irgendwo. Ja, ich glaube, die Faust bringt's nicht. Wo, vielleicht kann ich seinen Schwanz abhauen. Schwanz ab! Nee. Dreh ich wieder um. Au. Umdrehen meine ich nicht, dass du mir deinen Fuß ins Gesicht drücken sollst. Das sieht ganz falsch aus, was du machst. Also darüber müssen wir noch mal reden, lieber Mod-Ersteller. Zum einen, wie ist er hier reingekommen? Warum ist er hier drin? Oh. Und kann man den vielleicht sogar kleiner machen? Dass er hier besser reinpasst, so, ne? Das war einfach bloß sein Model und seine Textur ein bisschen alles runterskaliert. Ja, Hälfte haben wir. Wir streicheln ihn zu Tode. Kann noch eine Weile dauern. Hat aber auch fucking viel Leben, der Boy. Oh, vor allem klippst du rum, wie Sau. Ah, ich glaube, das ist nicht der Rage-Mode, sondern Bluten. Der hat eben gerade so einen kurzen Bluteffekt gehabt, oder? Der hatte sonst nicht, wenn ich ihn boxe. Da, vielleicht ist das Rote einfach, dass er dauerhaft blutet. Muss er hin. Ja. Schwanz ab. Nee. Bleiben Sie stehen, wie Ihren Schwanz. Bleib stehen. Please. Ey, bleibst du wenigstens irgendwie stehen? Nehme ich ja nicht deinen Schwanz, dann boxe ich dich einfach so aus dem Leben. So viel Ausdauer, ey, das fühlt sich schon ziemlich geil an. Und rein mit der Faust in die Olga. Ich meine es natürlich jetzt echt nicht wirklich spektakulär, der Kampf. Nevermind. Nehme ich zurück. Ich habe nichts gesagt. Ja, einfach drei Viertel erleben. Drei Viertel. Aha. Zu Tode gestreichelt. Mit der Hand Gottes. 200.000 Seelen, ey. Ah, jetzt trotzdem gedroppt. Ja, moin.
Kannst du was? Es brennt. Bin noch nicht so. Bin noch nicht so überzeugt von der Waffe. Aber 868 AR, das spricht schon für sich. Muss ich schon sagen. Oh, ich sehe neue Schilde, stimmt. Echt Schild neben mir. Also Kürzelresist ist ja, glaube ich, grundsätzlich eine gute Idee. Aber ich nehme erstmal Poise, solange wir kein. Ach, darum haben die immer so geleuchtet, weil es mehr Poise gibt. Good to know. Good to know, denn. Das ist eine gute Idee, dass man die Effekte immer gleich macht. Ein rotes leuchtendes Schwert, was macht es? Es leuchtet rot. Ist doch klar. Der Kniff in diesem Run ist, dass alles anders platziert ist als im originalen Spiel. Damit meine ich nicht, dass die Items random durcheinander platziert sind. Moment, ich mach kurz, was ich machen wollte und dann rede ich weiter. Nicht, dass die Items random sind, sondern dass die komplett andere Placements haben. Und die Map ist ein bisschen verändert, Gegner sind mehr vor allem, sind vor allem mehr nervend. Ich habe eigentlich schon Bock auf das Katana, ne? Das ist schon ziemlich sexuell. Andernfalls die Axt oder Katana verbessern wir. Nicht dafür, obwohl das Bastard Sword ist halt auch geil. Im normalen Spiel. Leuchtet es gut, ist die Frage. Es leuchtet gar nicht. Dann bist du raus. Tut mir leid. Kann ich verkaufen direkt? Nee, oder? Kann man das hier bei dem Mod? Nee. Schon reparieren machen wir gleich noch. Leuchtest du? Auch nicht. Mann, warum leuchtet ja nicht? Du leuchtest ja, das weiß ich. Der Dagger ist auch witzig. Vielleicht bleiben wir auch bei dem Dagger. Oder die Fists, Alter. Fist oder Katana? Ich meine, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber. Ach komm, ich hab Bock auf Katana. Ganz im Ernst. Die Waffe ist so geil von der Optik. Vom Optik her, lul. Reinforced Weapon. So, der Whirlwind. Das ist eins. Das geht ja auch in verhältnismäßig 6. Das ist easy machbar. Kaufen wir uns noch einen, zack. Schön gegönnt. Also genau, mit dem Damage Buff würde ich auch sagen, dass das wirklich eher der Rage Mode ist und nicht das Bluten. Müssen wir noch genauer analysieren. Dann schaffen wir vielleicht noch die Gargoyles, ne? Also, schaffen vielleicht nicht, aber wir schaffen es auf jeden Fall hinzukommen. Vitality machen wir auch mal noch höher. Machen erstmal alles auf 40, was ich so brauche. Kommen hier auch noch. Alter, 1072 Attack Ratio. What the fuck? Würde mich trollen. Repair. Erstmal die Rüstung. Kann man nicht alles repairen? Nee, ne? Halt derselbe Effekt mit dem Ring. Achso, wieder Red Tearstone. Weiß ich nicht. Ja, ich spiele selten, aber wenn du das sagst, ich vertraue dir mal, Cyrix, dass das der Damage-Buff für die Boys ist. Welche Waffe benutzen wir noch? Außerdem natürlich die Fist. Die muss mit. Nobbes. Ja, moin. Sieht schon echt nice aus. Das Schwert ist schon. Ich meine, ich hoffe, du meinst das Schwert. Der gute Martin Gottwald. Gegen das Schwert kann man echt nichts sagen, so. Ist. Straight out of Final Fantasy. So, jetzt schlitzen wir uns hier nochmal durch. Ich glaube, wir machen erstmal den Black Knight davon vorhin. Alter, ist das Schwert so geil. Zack, zack, zack. Verlobte Bloodmass, ein Tower Shield. Mein, das nehmen wir vielleicht. Okay, können wir nehmen. Aber ich muss erstmal die Rüstung anziehen. Was war hier? Soul Gain, Elemental Resist. Nehmen wir erstmal das zur Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Das hier. Der Dildo-Cheat. Das können wir
bleiben. Und hier würde ich ganz gerne wieder das nehmen. Ja, vielleicht machen wir gleich noch die Faust hoch. Kostet ja nichts. Ist halt schon ein ziemlich broken, das Schwert, so wie das ausschaut. Vor allem die Hitbox ist halt das Geile an dem Ding, dass sie so... Warte! Unfassbar lang ist. Outdanced. Warum gehe ich jetzt hier hin? Wollte ich ja noch mal was? Nee, war ich ja schon, oder? Ja, doch. Nee, ich... Ah, Black Knight. Gold für schön, lass mich nicht im Stich. Ach, stimmt, er hat mich gekillt, die Sau. Nicht stechen. Ah, okay, ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. 1000 Damage. 1000 fucking Damage, ey. Ah, hier wollte ich auch noch hin, da rechts, stimmt. Dann muss ich erst den Magier wegschnitzeln. Blitzschlitz. Ist hier noch mehr? Da war ich so klar. So, treffen wir uns wieder. Vielleicht kriege ich den diesmal. Nee, ist zu schnell einfach. Oh. Nee, wird nichts. Ja, schon wieder ein Risk, habe ich nicht repariert, die Waffe? Was mache ich da? Warum explodiere ich? Ich meine, das ist witzig, aber. Ja, okay. Im Vergleich zu dem anderen war das jetzt ein Witz. Halt, wir holen uns erst den da drüben. Du nicht! Aber der hält schon wieder ein bisschen mehr aus. Oh, so. Mit dem Schwert sieht Dark Souls eher wie ein Hack and Slay aus. Ja, das stimmt. Ah, wir wechseln die Waffe gleich wieder, komm. Jetzt ist ja. Das bringt doch nichts. Ich hoffe, ihr schießt mich nicht runter. Bitte, danke. Oh, das war so klar. Oh, schönes Gesicht. Ja, ja, ja. Gleich wieder da. Spür schön einen Pfeil im Kopf. Der da bist du am liebsten am Moin. Beziehungsweise ist es nicht mehr so ganz morgen, aber ich fühle mich wie am Morgen. So durchgenudelt bin ich gerade. Und dann wieder hier runter. Ja, schön. So, diesmal aber. Nicht Wurstfingern. Komm. Ja, ganz sachte. Oh, ein Stück noch. Ja. So. Und. Ja, ja, ja. Ah, okay. Leute, die staggern mich ja gar nicht. Pff. Ja, aber ja, wollen die eh hier lang. Ding. Katana kenne ich auch nicht. Das ist, glaube ich, vom Mod selber. Noch zusätzlich hinzugefügt worden. In Dark Souls 2 gab es, glaube ich, so ein langes Katana. Kann ja auch sein, dass ich einfach das. Was ist das von. Lonne? Kann es sein, dass die Mod das Ganze ein bisschen einfacher macht? Hm, wirklich einfacher. Wahrscheinlich bloß, wenn man das Schwert benutzt, weil es halt echt gefühlt sehr crazy ist. Nehmen wir die gute Fist. Da sehe ich mich am ehesten. In der kann ich mich. Na, fühl mich am wohlsten mit so, muss ich sagen. Gibt es ein Washing-Pool in Dark Souls 1? Oh. Kann ich mich gar nicht an den Sinn. Aber ich habe auch bloß immer Odashi benutzt. Das, was man. Ist das Odashi vom Händler? Ich glaube schon. So, den kaufen wir uns noch mal ein paar Shards. Und rein. Reinforce Weapon. Hoffentlich sieht das hier, dass er sieht, dass die Faust geil ist. Ich habe erst Gollum gelesen beim ersten Mal. Fist of Gollum. Also, ich würde mich abholen, bin ich, muss ich sagen. Reinforce Weapon. Nee, Martial Modify, okay. Die hat im Randomizer schon so gut funktioniert. Ja, aber da hat sie nicht ne, geleuchtet. Alles, was leuchtet, kann nicht schlecht sein. Nicht ehrlich. Ah, der Ninja aus dem Covenant, das kann gut sein, das stimmt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so lang war, aber wenn ihr das sagt, ich vertraue euch, ne?
Einfach durch und durch geboxt. Okay, also. Die Rüstung macht es schon bedeutend einfacher. Weil man halt extrem viel Leben regeneriert. Was. Box. Was bist du denn? Haben wir noch was? Natürlich. Konnte ich da fragen. Er wieder. Du siehst eigentlich ganz nett aus. Zumindest hast du mich noch nicht angegriffen. Spricht schon mal für dich. Aber wir gucken erstmal, was das macht. Okay. Ist kurz. Damit kann ich arbeiten. Bist du böse? Also ich kann nicht anvisieren. Wahrscheinlich eine Feuerhüterin mit der Seele dahinter, ne? Nee. Aber ich krieg bestimmt die Feuerhüter-Seele von ihr. Warum habe ich jetzt Bleeding? Was passiert hier? Warum ist mein Kaffee schon wieder alle? Wie schnell ist sie RS denn? Willst du dich vorher prügeln oder nicht? Wollte ich dich verhauen? Weiß ich nicht. Greifst du an oder nicht? War das so? Hallo? Wir können uns auch wieder vertragen. Das ist ja nicht so gemeint. Was passiert hier? Ich verhau dich jetzt einfach um. Ach, jetzt greifst du an oder was? Da will ich einmal nett sein. No, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, sehr gut. Ich glaube, dass die KI nicht so ganz. Nö, nicht wegrennen. Was? Was geht? Komm wieder vorbei. Ran. Und dann kann. Aber ein Talisman. Vielleicht kann man damit was machen. Ich meine, es ist halt ein Talisman, ne? Nice. Okay, also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen zu stark. Aber jetzt kommt gleich eh der nächste Gegner und haut mir richtig aufs Maul und fühlt sich wieder genau andersrum. Aber wenn man die Faust Gottes hat, dann ist es aber auch schon ein bisschen klar, ne? Weiß ich nicht so ganz. Ach komm, wir gehen. Erst. Ach komm, wir gehen erst nach oben. Hallo. Was haben wir hier? Ist es so leer? Alter, was geht, Brudi? Hab ich gerade einen Mate gekillt da unten vielleicht? Ein schönes Treffen. Haben Sie etwas Rocket Beans Bergtee mitgebracht? Aus Griechenland? Können wir uns eine Runde. Wie waren das? Wir waren hier im Emotes. Scheiße, ich hab hinsitzen noch nicht. Können wir uns hier an diesen wunderschönen Tisch setzen und eine Runde Tee genießen? Hey, läufst du mir jetzt hinterher oder tötest du mich? Achso, du fühlst ihn, okay. Ist ein bisschen awkward so. Muss schon mit mir reden. Hallo? Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht mit ihm kommunizieren. Sieh ja. Und läufst du mir jetzt hinterher? Cool. Passt eigentlich, ey. Er ist so ein Sonnengottesanbeter. Ich hab die Faustgottes. Das war's auch schon. Mehr Synergien sehe ich bei uns eigentlich nicht. Hallo. Tschüss. Noch einer. Warum stehst du da oben? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Es gibt auch viel Humanity. Wenn er dauerhaft dabei wäre, wäre sick. Ist hier der böse Bub. Er geht direkt auf mich los. Das geht. Ich mache ihm ja null Schaden. Aber das regelt so leer. Alter, er macht aber gut Damage. Spielst du leicht, Mama?
ich wollte gerade schnell den Dolch ausrüsten, aber wir lassen es einfach. Alter, er killt einfach so leer, was geht mit ihm? Alter, muss man. Faust Gottes! Nein! Nein! Sollte nicht mit dem Rücken zu ihm stehen. Was geht denn mit ihm? Wie fast ist er denn? Junge, nimm mal weniger Drogen. Warte, wir kommen gleich mit einer anderen Waffe wieder, dann hau ich dich zu Klump. Nein! Damit gleich meine ich. Ist das vielleicht der wahre Endgegner hier in diesem Mod? Oh Gott! Oh Gott! Das ist wie in so einem Horrorfilm. Let me! Ja, genau, ich glaube, die Rüstung, die ist ganz gut dagegen. Darum hauen wir ihn gleich. Mit. Hatte ich dich schon mal ausgerüstet? Sonst geht's halt bloß mit Int. Hm. Was bist du so? Er kommt gleich mit dem Aufzug hinterher. Ich hoffe nicht. Der Wahnsinnige. Oh, hier ist der Schlüssel, okay. Ah, übrigens, war auch ein schöner Jumpscare beim ersten Mal. Hallo. Weißt du, wollte ich einfach bloß zum Looten hier vorbeikommen und steht er hier unten. Creepy Dude, ey. Hi. Au. Au. Hopp. Ja, okay, das ist ja schon ihr Anfangsgebiet. Ach, Junge, die ganzen Homeworld Bones. Ich hab mich schon gefragt, wo die waren. Komm, hier erstmal looten. Ach nee, ich geh erstmal zum Feuer. Erst muss ich nämlich noch an den Boys hier vorbei. Und Batz. Ja, die können ja leider jetzt schon nichts mehr. Vielleicht gehen wir auch gleich mal das Grab entlang. Ach, hier waren die Thunderbombs, genau. Genau. 200.000 Seelen. Ach ja. Jetzt das Wichtigste. Bevor ich es nachher wieder vergesse, wenn es wichtig wird. Dann spiel dieses Spiel nicht mit Jump auf Reis. Das gehört sich einfach nicht. Hab ich's gespeichert? Bin ich dumm? Hab ich's? Nee. Ah. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt zweite Runde. Was nehmen wir für eine Waffe? Erstmal leveln. So. Zack, 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 zack. Vitality 40 sollte erstmal langen. So. Gehen wir da auch erstmal auf 40. Machen alles ganz. So. Waffen nicht, nee. Round 2. Fight! Aber dann nehmen wir mir doch jetzt mal. Nee, Whirlwind nicht. Nehmen wir mal das hier, komm. Ist nicht ganz so broken von der AR. Vielleicht tut Feuer ihm ein bisschen mehr weh. War die Boygroup eben schon da? Ich bin, glaube ich, oben drüber gesprungen, ne? Hallo? Feierabend, da gönnt sich einer der Fampf. Schön Feierabend hier. Schön Bergfest genießen, sagst du. Was haben wir noch? Drachenschwert plus 5. Ja, Drachenschwert können wir leider noch nicht plus 5 machen. Ja, gibst du mir was Geiles? Ach, Mann! Wie macht man Feuer auf das Drachenschwert? Das ist vom Mod, tatsächlich. Ja. Streamst du auf Twitch? Noch nicht, nee. Ist tatsächlich geplant, aber ich bin gerade mitten im Umzug. Da habe ich noch kein Internet. Achso, dann muss ich auch schon auf kaufen gehen. Ah, wir haben ja 75.000. 15 Uses? What? Ist ja nicht übelst limitiert im normalen Spiel?
ich sehe uns eigentlich ein bisschen auf 100 so, ne? Das ist schon lecker. Wer ist? Wie Space Marines. Oh. Ah, okay, dann vielleicht Space Marine Halloween Party. Zack, auf geht's. Jetzt wird er geschlitzt, der Hund. Lass mir nicht mit uns machen. Scheiße, jetzt ist Folair tot, ne? Das ist eigentlich jetzt schon wieder bitter. Und Neustart. Okay. Hatte ich nicht eben ein Schild? Da. Was? Geh mir aus der Sonne. Wenn der Typ jetzt natürlich schwieriger ist als... Oh, hier schlitzt irgendwer. Da ist er. He's alive. My friend. Ich brauch dich auch da oben. Das muss ich von mir hitten. Aber vor allem... Ich hab Dark Souls schon mehrmals durchgespielt. Aber ich hau dreimal gegen denselben. Pfosten. Ich Pfosten. Nee, Säule. So. Aber Pfosten schon trotzdem bei mir. Gebe ich zu. Ist es vergiftet? Nee. Hopp. Würde sagen Jack the Ripper? Was würde Jack the Ripper sagen? Achso, London ist immer ein Abstecher wert, Leute. Ich würde jetzt eigentlich hochstehen und gehen nach diesem Joke. Runde 2. Au. Hawkins macht schon mehr Damage. Ja, du musst natürlich wieder flexen. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Wie viel Crack kann man denn an einem Tag geraucht haben? So, und dein Witz kannst du übernehmen. Mach auch mal was für dein Geld. Ach, jetzt hau ich so leer mit kaputt, ey. Okay, es ist ja unfair, wenn man hier 2 gegen 1 kämpft. Mach du erst mal. Scheiße, er ist schon tot, fuck. Alter, was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Was? War ich kaputt? Jetzt im Rage-Mode oder so. Ich mach ihm noch weniger Schaden als vorher schon. Geht! Nein! Nein! Oh Gott, ich habe ja noch gar nicht geklärt hier unten. Nee! Oh. Nee, nicht sterben. Ich muss mich heilen. Trinken! Oh, Fanta! Oh, weg! Na, ah, ich wollte nicht angreifen. No! Kann das mal endlich ein Ende haben, dieses Katz-und-Maus-Spiel? Oh Gott! Ja, sah schon besser aus so. Das Schwert ist schon mal besser gegen ihn. Aber ich nehme jetzt mal was, was gar keinen Elementschaden hat. Vielleicht ist das am Ende besser gegen ihn. Aber ich habe nichts verbessert, was keinen... Oh, Dagger of Core vielleicht? Mit dem... Genau, dann kriege ich das Leben wieder. Oh, ich gehe die ganze Zeit mit dem Kopf aus dem Bild raus, sorry. Wieder? Der macht ja... Bleed Resist hoch. Ey, wir haben ja genug Seelen, so ist es nicht, ne? Können ja erstmal ohne Ende Waffen auf plus 5 bringen. Ne, jetzt wollen wir nicht, ja, aber... Schwierige Damage, Counter Damage, Max Stamina wollen wir nicht. Das bringt gerade nicht so viel. And reduced damage received when below 50% health. Ja, ich würde gerne parieren, aber hast gesehen, wie der angreift, ne? Also. Der rasiert einfach durch wie so eine Kettensäge, ey. Das. More damage to gods, okay. Mhm. Ja, und ich glaube, wir probieren es mal mit der Waffe hier. Scheiße, erstmal noch kaputt. Was ist doch eine Crystal Weapon? Habe ich nicht für ihn umsonst? Nee, hä? So keine Crystal Weapon von der Optik her.
Ich konnte sie nicht reparieren, ne? Nee, das zockt jetzt aber. Nee, doch, da. Ja, gut. Ach ja. Ich habe noch keine Seelen gefunden, verdammt. Noch keine Seelen gefunden. Nee, dich wollte ich nicht nehmen. Nein, Murmeln ist natürlich dann nachher, wenn es irgendwann zu nerven wird, gegen zu kämpfen, ist das der Joker, den wir nehmen. Ich hätte gerne wieder. Was hatte ich eben für eine Waffe? Ach, es ist Drachenschwert, stimmt. Hier falsch rum. Ah, dann. Ja, dann machen wir uns jetzt diesen Speer nochmal auf plus 5. Oh, da hinten ist ein Item, hab ich gar nicht gesehen. Und dann noch sowas Geiles. Bow only. Oh, stimmt. Ja, gut, dass du sagst. Wollte mal diesen Bogen probieren. Vielleicht können wir den schießen, den Jungen. Die miese Sau. Nee, Zander war nicht so gut gegen ihn. Wie das Zander. Der Zander ist nicht mit uns. Er sollte trotzdem eine Nahkampfwaffe, Alter. Eine Nahkampfwaffe mit dazu packen. Die Faust ist da. Da war hinten ein Kommentar zum. Hab ich schon wieder vergessen. Ja. Zu viel Input für dieses kleine goldfischige Gehirn. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ah, genau, Schmied. Speer verbessern. Ich muss schon looten. Ich habe was Geiles. So, sparen wir schon mal 800 Ocken. Ich spüre sie mit dem Kopf nach unten. Nee, jetzt bin ich zu weit oben. So, schön Zockerpose einnehmen. So, dann setzen wir uns mal hier dran. Ich kämpfe mit einer Estus. Vielleicht muss ich mal damit gegen den Dude probieren. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel ich brauche. Kauf einfach mal, bis er leer ist. Speer. Ich muss ihn noch wieder reparieren. Was, er hier? Nee, er hier. Vielleicht nehme ich doch den anderen Speer, weil der hat ja auch wieder Magic Damage. Ich brauche mal was ohne Magic. Du hier vielleicht? Warum wollte ich ihn nicht nehmen hier? Den Halli. Warum habe ich dich nicht? Vielleicht bist du ganz gut gegen den Dude. Das macht auch Feuerschaden. Das lassen wir mal raus. Firestarter macht Fire Damage. Du hast bestimmt auch wieder Fire drauf. Nee. Ich nehm's jetzt mal hier, komm. Nee, es hat auch wieder Feuerschaden, Leute. Ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Komm, gib mir einen Tipp. Also nützlich einen Tipp. Ich will nicht dieses komische Magier-Ding nehmen, weil. Keine Magie, obviously. Blitz da eh nicht bleiben. Blitzfäuste. Ja, Blitzfäuste waren nicht so geil, ne? Die waren leider echt kacke gegen ihn. Normalerweise würde ich sagen, immer Fäuste dis, aber. Ich mache jetzt einfach die. Die hier mal. Er hat kein Magic Damage. Vielleicht ist das besser gegen ihn. Wenn er so krass. Was potenziell tödlich ist. Ja. Ich glaube, da sind wir ja auf einem guten Weg. Jetzt habe ich keine Seelen mehr zum Verbessern. Zack, 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 zack. Ich muss ein paar Waffen mal in die Kiste packen. Welche, die ich gar nicht benutze. Ist ein bisschen nervend hin und her zu switchen. Gänge zu dritt kaputt. Was ist der Taste? Was? Nazi-Keule? Was passiert hier? Das habe ich verpasst.
dreimal nicht in den Chat geguckt, denn steht ja irgendwas Störendes. So kennt man euch, ich weiß, aber Denzel ist vielleicht physisch nicht da, aber er ist im Geiste bei uns. Ist die friendly? Ich kann sie halt anvisieren und die macht nichts. Oder er. Ich glaube, es ist ein er, ne? Ja. Poisoned. Ich bin aber. Bin ich jetzt poisoned oder nicht? Nee. Lass mich hier nicht irritieren. Wollen wir erstmal die Gargoyles machen, bevor wir ihn da. Ich glaube, er ist ja wirklich der finale Boss hier einfach. Ist einfach grün ein bisschen vorliegt. Kann Solaire jetzt mal kommen? Brauche ich ein bisschen Unterstützung? Weil möchte ich mich nicht kürzen lassen? Nee, das ist ja noch uncooler. Oh, nee. Welchen Cheat habe ich gerade aktiviert, dass ich gar keinen Schaden mehr bekomme? Ach, jetzt. Okay. Oh, du machst das, Brudi, ne? Mach ihn kaputt. Aua. Ah. Du kommst hier runter und lässt oben noch Gegner? Das ist... kein gutes Vorbild für die Kinder. Was sollen denn die Leute da draußen denken? Ja, der räumt schon gut auf. Aber ich kann ihn nicht heilen. Noch ein Flamestrike. Du bist schon wieder nicht so healthy. Es gefällt mir nicht. Und jetzt stechen wir den Jungen einfach ab. Schön rein. Lanzen. Halberden. Hellebardieren. Damage not found. Ach man, ey. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Oh, nein. So leer. Nein, jetzt blockst du mich auch noch. Traitor. Hehe. 500 Schaden nur? Oh Gott, Kamera. All seine Animationen sind einfach schneller. Selbst wenn ich ihn backstabbe, hat er eine schnellere Animation. Wir stechen ihn gemeinsam ab. Nein, schon wieder tot. Alter, er ist so crazy, der Mann. Oh, ist gut. Nein, nicht töten. Moment. Ey, unfair, lass mich heilen. Kann ich nicht mehr rennen? Nein, ringen. Ja. Meine Chance. Ich mache hier keinen Schaden. Das ist so ein Freak. Oh, ich spam einfach jetzt parieren, ganz im Ernst. Ja, und diesmal habe ich es gerade so im Zeitversuch geschafft. Heilt er sich auch noch? Sieht so aus. Was? Mieser Cheater. Weißt du, der wird nicht gebannt. Scheiße, da unten war noch nicht geklärt. Ah, oh, dumm. Oh. Der ist hart, ey. Vor allem, ich hab ihn pariert. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Ich bin ein bisschen empört jetzt. Nicht mal auf Parieren kann man sich noch verlassen. Was hilft dir noch in dieser Welt? Staggern kann ich ihn auch nicht richtig. Soll ich's tun? Soll ich cheaten? Oh. Erstmal parieren. Ich habe aber keine Seelen. Wir haben noch 10 Minuten. Wir können jetzt den noch 20 Mal probieren. Ich muss, keine Ahnung, ich glaube, parieren ist schon ein guter Weg, aber ich muss auch schneller angreifen. Ich habe keine Zeit, mich dazwischen zu erholen. Oder wir gucken noch kurz bei den Gargoyles vorbei und machen da einen Abstecher. Und vielleicht schnitze ich die mal ein bisschen schneller weg. Außerdem möchte ich sehen, was da ist und ihr bestimmt auch, ja? Oder heben wir es uns fürs nächste Mal auf.
Also die normalen Gegner sind ja echt nicht vorhanden. Die wollen ja nicht mal schaden, ey. Also manche Dinge macht der Mod echt bedeutend leichter, aber einzelne starke Gegner sind schon komplett crazy. Okay, ich soll ihn killen. Dann kill ich ihn halt. Stream ich bald wieder? Tatsächlich ist schon in 2 Wochen, glaube ich, am 15.07. der nächste Slot geplant. Und wenn ihr sagt, ihr wollt von dem Crap hier noch mehr sehen, ne? Dann lasst es mich mit einem Like wissen oder einem Kommentar, wenn ihr sagt, nee, du, genug. Dark Souls erstmal, mach mal Hello Kitty oder sowas. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich gucke ja die ganze Zeit dieses Menü an. Na, Repair. Und dich gleich mit. Dich auch noch mit. Zack. Ja, geht gut. Du hast recht. Das ist wie bei Rocky. Man kriegt einmal aufs Maul und dann wird man Weltmeister. Was, Weltmeister? Ja, Boxen irgendwie so, ihr wisst schon. Boxen links, rechts, dann ist gut. Schöne Rechte. Das ist so crazy, dieses Schwert. Ja, Dark Souls 2 wäre auch mal eine Überlegung. Muss ich sagen. Es ist... Alle Hadens immer, aber... Da sind schon coole Bosse dabei. Und das interessiert mich am meisten bei Dark Souls eigentlich. Die Bosse so. Klar ist die Level-Architektur da zum Teil kompletter... Nonsens, vor allem das Lava-Gebiet dann da zum Schluss, das ist ein Mega-Joke. Ach stimmt, unten clearen. That's a good plan. Logo! Ach scheiße, jetzt Sonnenangriff. Ich glaube tatsächlich ist die Waffe bei ihm da oben fast egal, sondern eher das konstante Versuchen, nicht komplett aus dem Leben geschlitzt zu werden. Wenn ich das so treffend beschrieben habe. Ja, genau, das Iron Keep. Oh. Alter, der Chart, nehme ich mit. So leer. Ja, jetzt hat er seine Aura wieder. Hatte der eben nicht. Warum bin ich jetzt schon halb am Bluten? Warum bin ich hier Strom? Stop this. Aufs dumm rum zu tanzen. Was ist das hier? Weg. Oh nein! Nein! Warum? Rudi allein schaffe ich den nicht. Was passiert? Warum? Warum? Hm. Ja, das ist ein kleines Problem. Alleine werde ich den nie töten. Vor allem nicht, wenn ich ihn parry und er bloß 3 Frames hat, indem ich ihn ritten kann. Kommst du schon? Oh, ich muss vielleicht ein anderes Schild ausrüsten, das ist ein Plan. Kommt er schon? Nee. Schwerste Abyss. Elemental Resist brauche ich da nicht. Heu ist eigentlich schon nicht verkehrt, aber wir nehmen einfach mal das hier. Ah nee, damit kann ich nicht parryen. Ne, ich muss woanders kämpfen, ich sehe ja nicht viel. Vor allem, wenn das Schwert so krass leuchtet. Gut. Ja, sehr schön. Ui, du musst schon wieder cheaten hier. Du musst mich doch mal wechseln. Wenn es so weitergeht. Oh Gott. Ich hasse dich. Ja, okay. Okay. Katana regelt. Ich dachte, er macht sofort wieder einen Angriff. Ja. Nein, na, war schon wieder. Er schummelt schon wieder. Lass es. Kriegt ihr. Ah, der kriegt jetzt echt weniger Damage. Hat einen hier blauen Tränen. Keckring. Wie heißt es? Warte. Ich glaube, ich heile mich erstmal, oder? Ja, sehr schön. Selbst sein. Ach, das ist. Ich bin noch in der Animation, da steht er schon wieder auf. Willst du mich einfach komplett verarschen? Stirb doch jetzt endlich. Nein, bitte. Nein.
Nein! Renn! Jesus! Oh! Lass mich kurz. Oh nein, hier ist noch einer. Nein! Nein! Ich hab vergessen, dass da noch einer ist. Schäde. Schäde, schäde, schäde. Ah, mit dem Schwert läuft's schon besser. Der ist so tanky, so. Ach man, nee. Wenn er below 50 ist, da ist einfach so krass. Noch einen Schlag weiß ich nicht so. Wärstens, zwei. Ich war auch so low. Es wäre so ein. Zur Seite. Komm, was wollt ihr hier eigentlich? Das ist doch bloß ein bisschen. Weg, weg. Das ist bloß ein Weg. Zack. Das Schwert, so witzig. Ja, ich weiß, ich hätte nicht wegrennen sollen. Aber es war. Wir wollten es alle nicht, okay? Ich wollte an der Stelle nicht sterben. Ihr wolltet nicht, dass ich. Das macht dir nicht mal Schaden. Kannst du mich mit anders nerven? Es muss noch. Nein, ich bin im Loop gefangen. Oh. Zack, du auch weg. So. Und wieder rein. Zack, zack. Weiter. Alter, Entscheid. Schaut, schaut, schaut. Oh, wenn Atori. Atori ist auch schon. Wenn er hier hinten noch so, lebt, unser Solar-Buddy. Und sich nicht wieder kürzen lässt. Schon zu spät, ne? Ja. Warum kriegt er denn jetzt bloß noch aufs Maul? Mann, ey, du Lappen. Was kannst du eigentlich? Kick weh. Geht gut. So, last try. Schalten schon die ersten Leute für Sif ein. Das ist doch geil. So, jetzt mache ich euch beide hier weg. Du erst. Und dann dein komischer Bruder hier. Jetzt du das. Knock, knock. Kommen sie runter? Wo ist er? Hä? Hä? Hallo? Okay, ich dachte, er hat Mitleid und lässt sich jetzt einfach backstemmen. Let's go! Dede. Oh Gott, ey, das sieht schon komplett bescheuert aus, wie er läuft. Nummer 1. Nummer 2. Aha, es ging wieder nicht. Zack. Ja, nächster. Ach, das geht schon wieder nicht. Ach, das tut zum Kotzen. Jetzt muss ich mich kurz heilen. Der hat noch zu viel Leben für das hier. Ja, mach das kurz, dann kann ich mich nochmal heilen. Sehr gut. Ja, ja. Noch einmal. Lebt er noch? Ist er tot? Yes! Alter, was eine miese Sau, ey. Holy shit. Oh, geil. Das ist nun mal ein schönes Highlight zum Ende. Aber ein bisschen haben wir noch. Jetzt gehen wir noch mal. Das Item habe ich genommen, ne? Erstmal wieder sammeln. Ich, sorry, dass ich so ruhig war, aber. Puh. Auf diesen Sieg muss ich erstmal Seelen verbraten gehen. Oder wir stellen uns einfach um fürs
Foggate. Und dann, also wenn ich noch hinkomme, nicht, dass da noch irgendwas anderes Böses auf mich wartet. Das Item oben habe ich genommen. So. Ja, das Problem ist, der gute Nils sitzt schon in den Startlöchern für die nächste Runde Sith-Gipfel mit dem Pietz und die Jungs möchte ich natürlich nicht warten lassen. So. Deshalb finde ich einen ganz guten Cliffhanger hier. Wenn wir hier einfach beim nächsten Mal weitermachen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Escalade-Mod findet, ob ihr davon mehr sehen wollt, ob ihr lieber wen anders dazu sehen wollt, zum Beispiel wieder mit, keine Ahnung, einem Sia oder Simon. Aber ich glaube, weiß nicht, ob das nicht so, vielleicht sogar zu, obwohl es macht eigentlich Fun, es ist nicht bloß purer Dark Souls Hate, es ist auch echt nochmal eine neue Erfahrung. Es ist nicht alles so mega schwer, trotzdem herausfordernde Parts. So. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Leute im VOD, schreibt runter, was ihr denkt. Wenn ihr es gut fandet, lasst einen Daumen da, abonniert doch den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Dark Souls again.